Hallo, mein Name ist Gomero und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, vorab, bevor wir jetzt weiterzocken, eine kurze Ankündigung. Und zwar habe ich Scheiße gebaut. Ich habe eine 2,5 Stunden Aufnahmesession gemacht und habe ein paar Folgen vorproduziert. Und dann ist das Schlimmste passiert, was einem YouTuber irgendwie nur passieren kann. Und zwar, ja, die Aufnahme hat sich abgeschossen. Das bedeutet, sie ist nicht gespeichert worden und ja, der ganze Spielfortschritt ist nicht auf Festplatte. Das heißt, ich kann die Folge auch nicht raushauen und ich war eigentlich ziemlich stolz auf mich, weil nach dem Boss habe ich nochmal Mut geschöpft und habe weitergespielt und weitergezockt und es lief eigentlich ziemlich gut. Angefangen hat es dann im schwelenden See, also die Katakomben dahinter. Dort ging es erstmal ein bisschen komisch zu Rande. Das heißt, ich hatte einige Probleme, weil die Gegner ziemlich krass waren, fand ich jetzt persönlich. Und letztendlich haben wir dann die Katakomben, beziehungsweise, ja, die Katakomben kann man schon sagen, haben wir dann eigentlich ganz gut hingekriegt. Nur so den letzten Abschnitt bis zum Katapult habe ich dann nicht mehr gemacht. Und wir sind dann ab ins Irritual vom Nordwindtal gezogen und haben uns da durchgekämpft, ohne einmal zu sterben, bis zum nächsten Boss, den wir dann nicht gemacht haben. Gott sei Dank, ich bin also ungespoilert, was den nächsten Boss betrifft. Aber ich würde sagen, dadurch, dass die Aufnahme irgendwie verhunzt war, würde ich einfach sagen, wir beginnen jetzt tatsächlich nochmal in den Dämonenruinen, wo wir dann nochmal die Katakomben des schwelenden Sees machen, weil ich habe da auch einige Items liegen gelassen und ich habe das Katapult nicht ausgeschaltet, beziehungsweise ich war nicht komplett beim Katapult, weil mir dann beim letzten Rest dann irgendwie noch ein paar Flakons fehlten, sodass ich dann zur Sicherheit dann eben tatsächlich dann wieder zurückgegangen bin, beziehungsweise einen Heimatknochen benutzt habe. Und dann sind wir zum Irritual vom Nordwindtal gegangen. Ja, leider ist die Aufnahme dann wirklich kaputt gegangen und ich hatte überhaupt keine Chance. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal alles durch. Wir gucken nochmal, ob wir ein paar Items kriegen können. Und Seelen werden wir so oder so noch dazu kriegen. Das heißt, es hilft uns definitiv im weiteren Verlauf, wenn wir hier nochmal alles machen. Und naja, das heißt, ich bin auch wirklich ein bisschen gespoilert. Ich weiß teilweise, wo Gegner versteckt sind. Und das ist hier eigentlich ziemlich krass. Es sind sehr, sehr viele Gegner versteckt, die dann irgendwie plötzlich auftauchen. Und naja, in den letzten Folgen hatten wir ja hier sowieso schon diesen Typen hier gekriegt. Ja, der mich sofort wieder zerfetzt. Ja, und der mich sofort kriegt. Ja, da war ich unkonzentriert, muss man jetzt mit leben. Was ich sagen wollte, also ein paar Stellen sind ein bisschen tricky, weil da wirklich versteckte Gegner sind und so weiter. Die kenne ich jetzt natürlich, also von daher ist alles tutti. So, jetzt holen wir uns aber erstmal schnell wieder die Seelen zurück, weil das war jetzt gerade super schlecht. Das kommt manchmal davon, wenn man ein bisschen zu viel redet und dann den Gegner nicht ernst nimmt. Und der ist eigentlich ziemlich gemein. Also ich finde den echt heftig teilweise. Leider müssen wir den machen, weil er uns sonst gerne mal zerflügt. Ey, was ist denn das jetzt gerade? Was ist denn das? Ja, er zerflügt uns. Also seht ihr, ich kenne mich hier aus, ich kenne mich in den Katakomben aus und habe überhaupt keine Probleme mehr hier. Nee, also wie gesagt, also die Katakomben fand ich ziemlich heftig. Fand ich ziemlich, ziemlich, ziemlich heftig. Während das Irritual vom Nordwindtal irgendwie, da bin ich echt komplett durchgerusht, ohne Probleme, bis zum nächsten Boss. Und da stand ich dann vor der Tür und hatte keinen Bock, jetzt den Boss zu machen. Deswegen alles easy. So, jetzt müssen wir aber wirklich mal aufpassen. Jetzt laber ich mal ein bisschen weniger. Ja, fängt das schon wieder gut an. Alter, es ist schon wieder, es fängt schon wieder an. Alter, es ist gerade nicht mehr feierlich hier. Ich gehe mal wieder zurück. Wie man merkt, dass ich den Gegner schon hatte. Nee, das ist jetzt gerade wieder nach der Farce. Mal wieder meine erste Aufnahmesession. Da muss ich erstmal wieder reinkommen. So, ich gehe mal wieder zurück. Weil sonst macht er wieder komische Sachen. Ja, ist ja gut.
Alter, was ist denn mit ihm? Wow, 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 wow. Hey, ich geh mal wieder. Also den finde ich echt sauheftig. Es gibt natürlich auch diese Typen, die man aus der Pharaon-Feste kennt, die dann auch nicht mehr so dolle sind. Die hier auch noch ein bisschen stärker sind als in der Pharaon-Feste. Diese springenden Typen. Boah, die fand ich ja dann auch wieder. Die fand ich auch ziemlich schwer hier. Ich überlege gerade, ob ich hier direkt runtergehe. Nee, ich komm, wir machen den normalen Weg. Normalerweise wird man nicht runtergehen, sondern hier die Gegner machen. Die haben wir auch schon in den letzten Folgen gesehen. Das ist jetzt nicht so sowas Neues. Ich schnapp mir den mal. Oh, da kommt noch einer. Dann machen wir erstmal den. Oh, jetzt habe ich beide angelockt. Ich krieg's nicht. Ich krieg eine Krise. Ich krieg eine Krise. Das ist natürlich richtig bitter. Oh, ich wollte eigentlich einen Flakon nehmen. Ja, jetzt habe ich natürlich beide am Start. Das ist doch echt nicht mehr feierlich. So. Die haben wir einigermaßen vernünftig hingekriegt, aber wir sind ein bisschen vergiftet. Das heißt, wir machen erstmal eine ruhige Kugel und ja, hier sind wir in diesem komischen Raum, wo wir, das zeige ich euch gleich, da ist wieder so ein komischer Gegner, so ein dicker Feuergegner. Das ist echt nicht schön teilweise, das ist echt nicht schön. Aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, ob die Items da hinten noch da sind oder wieder da sind. Weil das wäre ziemlich nice eigentlich. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir jetzt kurz mal aufpassen, weil das ist gar nicht so gut. Jetzt sind wir komplett vergiftet. Und ich will nicht vergiftet sein. Weil es könnte gefährlich werden. Das bedeutet manchmal sogar den schnellen Tod. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. So. So, hier sind ein paar heftige Gegner. Da direkt links. Ich spoiler total, ne? Aber da direkt links ist einer, der gerne mal auf dich drauf springt und dich richtig wegfetzt. Das ist übelst gemein. Jetzt muss ich aber erstmal kurz warten. Ich habe nämlich überhaupt keine Tränke, um diese Vergiftung zu lösen. Das ist ein bisschen scheiße. Ich überlege gerade, ob ich den erstmal mache, ob ich den schon mal anlocke. Hallo? Kommt er? Nee, kommt nicht. Hallo? Nee, ich denke, das ist zu gefährlich, weil wir verlieren ja auch die ganze Zeit TP. Vielleicht sollten wir das einfach abwarten. Weil so schnell machen können wir den eigentlich auch, ne? So, so viel zum Thema Springen. Und der ist gefährlich, wenn wir springen. Oh, jetzt sind wir platt. Scheiße. Ja, das war doof. Das war richtig doof. Das war richtig doof. Das hätten wir nicht machen dürfen. Das hätten wir ganz und gar nicht machen dürfen. Ja, okay. Fängt schon wieder super an, die Aufnahmesession. Aber da zum Beispiel, bei der verlorenen Aufnahmesession, da bin ich auch verrückt geworden. Da bin ich wirklich verrückt geworden. Da bin ich auch tausendmal, genau an dieser Stelle bin ich tausendmal gestorben. Und dann, wenn es weitergeht in der Aufnahme oder weiterging und die Gegner platt waren, da war das alles nicht mehr so wild. Aber der Anfang dieser Katakomben, den finde ich super heftig. Ich kann mir auch nicht erklären, warum. Da sind ein paar Gegner konzentriert, die ziemlich gemein sind. Oh, von da hinten auch noch. Nee, 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 nee. Vergiss es. Was? Oh, wo, 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 wo. So, jetzt müssen wir den aber platt kriegen. Sonst ist hier Schicht im Schacht. So, okay. Naja, wenigstens kriegen wir jetzt auf jeden Fall Seelen en masse. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Da können wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen pushen hier. So, den schnappen wir uns. Oh, jetzt haben wir beide erwischt wieder. Scheiße.
Aber der Spinner kommt. So. Schnappen wir uns den nächsten direkt. So, komm her. So, noch ist es ganz angenehm. Aber sobald der springende Typ kommt, ist alles echt für den Arsch, ne? Das muss ich wirklich sagen. So. Da steht er schon auf, scheiße. Den müssen wir eigentlich zuerst machen. Ah, jetzt macht er wieder seinen... Genau. Deswegen müssen wir den noch zuerst machen, weil der seinen komischen Atem da macht. Und das ist nicht so geil. Und die sind auch so nah aneinander, das ist auch wieder so gemein. Dieser komische Atem, ey. So, jetzt hat es uns erwischt, natürlich. Scheiße, ey. Ja, ich muss hier ein bisschen ruhiger spielen, aber dadurch, dass ich das schon alles kenne, will ich eigentlich nur schnell durch und dann alles irgendwie zerstören, was nur zerstört werden kann. Aber das ist halt nicht so einfach. Und das ist jetzt das große Problem hier. So, jetzt können wir uns wenigstens unsere Seelen wiederholen, hoffe ich. Oh, die sind genau da in der Mitte, ne? Das ist so ultra gemein. Wow, 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 wow. Der ist so scheiße, der Typ, ne? Der ist so scheiße. Hör auf. Ey, was? Der kriegt mich sofort. Der kriegt mich sofort. Es ist nicht auszuhalten. Es ist nicht auszuhalten. Der kriegt mich sofort. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier weg von dem. Kommt eh nach, aber... So, jetzt ist er platt. Ein bisschen aufpassen. So, sobald er, man sieht, dass er anfängt zu springen, dann weg. Ganz schnell weg. Es ist so ekelhaft. Das ist der ekelhafteste Gegner in den ganzen Katakomben. Weil der einfach so unberechenbar ist. Und dann springt er und... Das ist wirklich ekelhaft. Dann springt er oder manchmal springt er auf dich drauf und frisst deinen Kopf. Und das ist... Ah, übel. Und da sehen wir es auch schon, was ich meinte. Hier sind so ein paar Fallen. Hier ist Gott sei Dank eine Nachricht. Vorsicht vor oberhalb. Aber eigentlich brauchen wir da auch gar nicht hin. Ich will eigentlich nur gucken. Ja. Das meinte ich. Wir hätten eigentlich den Kleinen gar nicht holen dürfen, weil dadurch haben wir jetzt die Bewegung ein bisschen zerstört hier. So, sonst hätten wir sofort dahin springen können, den fertig machen, dann hätten wir hier überhaupt gar keine Probleme. Ja. Tschüss. So, hier könnten wir eigentlich runterspringen. Machen wir aber nicht. Ist ein bisschen, ist fast wie Selbstmord. Ich glaube, da unten ist eine Riesenratte. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch natürlich irgendwo anders gewesen sein. Aber ich meine, ja. So. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier ist noch wieder so ein Feuertyp. Oh. So. Da gehen wir mal hin. Wir können sowieso uns hier mal alles anschauen und so. Das ist nicht so das Problem. Den Feuertypen habe ich zum Beispiel in der ersten Aufnahmesession gar nicht gemacht. Den könnten wir uns eigentlich vornehmen mal. Könnten wir uns eigentlich vornehmen. Weil hier habe ich mich gar nicht... Ich habe nur den Feuertypen gesehen in der ersten Aufnahmesession, die hier zerstört war. Und bin sofort geflüchtet vor dem. Weil ich überhaupt keinen Bock hatte. Da ist er schon.
Naja, beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Kriegen wir den denn jetzt am besten? Mann, wie kriegen wir den jetzt am besten? Ey, die Feuerteile gehen mir auf den Sack, ne? Die gehen mir echt ultra auf den Sack. Die sind super mies. Weil dauernd nur geschossen wird, ne? Es wird dauernd nur geschossen. Die ganze Zeit wird nur geschossen. Aber dann hätte ich gleich zumindest den Feuertypen weg. Alter. So, gut, das war das. Wow! Das verhindern können. Da wird noch ein Feuertyp sein. Warum sonst sind die ganzen Dinger hier noch jetzt da? Alter, jetzt hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz lieb, ganz brav. Oh Gott, ich komme da gar nicht dran. Wow! Okay, da ist der nächste Feuertyp. Alles klar. Ich wusste es doch. Alter. Okay, jetzt haben wir gleich ohne Ende Flakons verballert. Und sind wahrscheinlich gleich auch platt. Wenn wir nicht aufpassen. Boah, ey. Es ist nur Geballer hier. Ey. Keine Chance gerade gehabt. Guckt euch das an. Fünf oder sonst wie viele Dinger. Das ist... Deswegen wollte ich den das erste Mal nicht machen in der ersten Aufnahmesession, ey. Scheiße! Ja, jetzt müssen wir den ganzen Quatsch nochmal machen. Aber ich denke mal, dass wir da wesentlich schneller jetzt durchkommen. Ich denke mal, dass ich sofort... Ja, wobei, den Feuertypen oben sollte ich vielleicht machen. Weil der könnte ja auch noch solche Feuerbälle hinkriegen. Ich denke mal, das wäre sinnvoller, wenn wir den zuerst machen. Weil hinterher sieht er uns und macht noch weitere Feuerbälle. Und vor allem, die sind ja auch noch oben. So, den haben wir jetzt ganz locker gepackt. Gott sei Dank. So, jetzt gehen wir mal, warte mal, können wir die abschießen? Eigentlich können wir ja die abschießen. Werden die weniger Probleme machen eigentlich? Der muss sie ja erstmal erstellen, ne? Hätte ich noch mal ein paar Wurfmacheten mehr. Das wäre jetzt ziemlich geil eigentlich. Wow! Hallo, mein Freund. Wow, 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 wow. So, der ist relativ easy peasy gewesen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo der andere ist. So, da sind wenigstens unsere Seelen. Die nehmen wir natürlich mit. So, da ist der andere, okay. Der dürfte jetzt eigentlich keine Feuerbälle mehr haben. Weil ich zwei von dem auf jeden Fall schon abgeschossen habe. Ah, das war ärgerlich jetzt gerade. So, der letzte, okay. Okay. Das war ein bisschen sinnvoller. Und da sehen wir auch schon ein paar Items. Okay, perfekt. Dann ist es auf jeden Fall gut, dass wir... Oh. Dass wir hier schon mal waren. Warte mal. Vorsicht vor Feind. Hahaha. Ja. Unbewusst hast du mich doch gerettet. Auch wenn es gar nicht so war, wie du es wahrscheinlich gedacht hast, dass ich erst die Nachricht lese. Aber gerettet hast du mich, mein Freund.
Oh shit, okay, es hat sich sehr, 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 sehr gelohnt, dass wir jetzt hier hingegangen sind. Ein Knochensplitter haben wir gefunden, sehr nice. Okay, perfekt. Ja, besser geht's gar nicht. Dann hat die misslungene Aufnahmesession ja doch einen Vorteil gehabt. Das ist doch sehr schön. Oh, 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 hör mal auf hier. Ja, den habe ich dann auf jeden Fall, den habe ich nicht gesehen. Ja klar, wenn ich gar nicht hier hingegangen bin, dann ist ja ganz klar, dass ich den nicht gesehen habe. Ich hatte echt Schiss vor noch so einem Feuertypen. Und glaubt mir, es gibt noch härtere, krassere Gegner hier, die meine volle Aufmerksamkeit irgendwie erfordert haben. Das war echt übel, das war richtig übel. Aber ihr werdet die wieder sehen. Dessen könnt ihr euch auf jeden Fall bewusst sein, dass wir da auf jeden Fall nochmal hingehen und gegen die kämpfen. Denk mal, hier sind wir eigentlich total gut durchgekommen. Okay. Ja, okay, hier ist ein Loch. Ah, und da ist die Ratte. Okay. Ich denke, wir gehen eher einen anderen Weg. Ist es hier? Hier. Achso, hier, von hier komme ich, ne? Ja. Okay, perfekt. Oh, Alter. Der sieht nicht so nett aus. Stell dir vor, der würde ausbrechen, ey. Puh. Nee, hier ist nichts. Okay. So, dann gehen wir mal hier wieder lang. Ja, dann habe ich ja echt ein Item da hinten übersehen, ne? Da müssen wir gleich mal gucken. Da müssen wir echt gleich mal gucken. Das müsste ja dann eigentlich hier sein. Nee. Ah, genau, in der Lava war ich auch nicht. Da habe ich mich auch nicht reingetraut. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann echt gestorben wäre. Wow, da ist auch der nächste. Hier sind, glaube ich, drei oder so. Wow, vier. Nein, what? Wie? Vier? Aber dann frage ich mich. Scheinbare Wand voraus? Lol. Habe ich die gar nicht gesehen? Oder sind die scheinbaren Wände jetzt wieder zu? Okay. Dann ist das ja hier. Vision von Pyromantie. Lasst erscheinen Tränen. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Okay. Ja gut, und hier sind wir dann... Ja, doll. Ja, dann sind wir hier. Und ich glaube, da will man nicht sein. Vor allem, da sind auch noch irgendwelche Gegner. Ich glaube, da werde ich so schnell platt sein, dass das... Da könnt ihr gar nicht platt sagen. Deswegen gehen wir da auf gar keinen Fall rein. Definitiv nicht. So, was haben wir hier? Scheinbare Wand voraus? Okay. Die scheinbare Wand haben wir auf jeden Fall gemacht. Nee, Quatsch. Doch, die scheinbare Wand haben wir gemacht, richtig. Da waren wir ja eben. So, hier geht's dann weiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir hier sind. Ah, genau. Hier war die... Warte mal, wir kommen doch gerade von hier, oder nicht? Kommen wir nicht gerade von hier? Nee, wir sind jetzt bei der Riesenratte. Okay, die Riesenratte gucken wir uns auch nochmal kurz an. Die ist nämlich auch nicht zu verachten. So. Wow, 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 wow. Beruhigt euch. Ja, dann haben wir ja doch echt was, doch noch was erreicht. Gefällt mir. Alter, was macht ihr denn mit mir? So, sehr schön. Da haben wir ja doch noch was erreicht. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, wirklich. Dass wir noch einen Ascheknochensplitter finden. Den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Genau, hier war eine Truhe mit einer scheinbaren Wand hier. Und eine scheinbare Wand hier. Das war auch irgendwie witzig. Oh nein, da wollte ich gar nicht hin. Ach nee. Ach nee. Die Ecke ist gemein. Darunter zu plumpsen ist echt scheiße. Fuck. Ah! Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir echt schon gedacht. Scheiße. Direkt verflucht worden und dann bumm.
Naja, egal. Egal. Wir machen das genauso wie eben auch. Nur, dass wir jetzt die Gegner mal lassen. Also, wir sind da jetzt gut durchgekommen. Ich denke mal, das passt schon so. Wir gehen jetzt nochmal runter, holen uns nochmal die Seelen. Dann gehen wir dann in der nächsten Folge, denke ich, weiter. Hier müssen wir jetzt erstmal schnell sein, dass der Sack uns nicht erwischt. Und da müssen wir auch schnell sein, dass der uns nicht erwischt. Ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Wir gehen jetzt hier einfach durch. Okay. Da sind wir wieder angelangt. Dann holen wir uns erstmal unsere Seelen wieder zurück. Irgendwo da hinten ist, glaube ich, auch ein Leuchtfeuer, soweit ich mich erinnere. Aber wir gehen jetzt einfach hier durch. Dann wisst ihr, wo wir sind und was wir gemacht haben und so. Das ist ein bisschen schwierig jetzt für mich aktuell. Dadurch, dass ich das jetzt alles kenne und so. Oh, eine Seele, cool. Dadurch, dass ich das jetzt alles kenne, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, was ich euch jetzt in dieser Aufnahmesession gezeigt habe, zeigen soll oder sonst was. Das ist ein bisschen knifflig jetzt gerade. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt hier gerade nochmal durchgehen. Weil, ihr seht ja, wir finden doch noch so einiges. So, dann holen wir uns erstmal die Seelen wieder zurück. Die können wir uns am besten hier holen. Weil hier sind die nicht so zentriert auf einem Haufen, die Scheißviecher. So. So kann man die nämlich ganz easy peasy einzeln snacken. Oh, ich gehe auch direkt rein, ne? Das ist so dämlich. So, sehr schön. What? Nee! Nee! Das, ey, alles, was wir uns erarbeitet haben, weg. Ach nein. Naja. Sind 17.000 Seelen, die kriegen wir auf jeden Fall wieder. Zumindest habe ich euch jetzt schon mal ein bisschen was gezeigt und wir haben einen Ascheknochensplitter nochmal gefunden. Das ist doch sehr gut. Ich würde sagen, damit ist die Folge auch erstmal beendet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und da machen wir, eine Folge machen wir, glaube ich, noch die Katakomben weiter und dann gehen wir auch nach Eritöl. Also, bis zum nächsten Mal.